Hallo liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen zum dritten Teil der Zeig mir ein Buch, das Reihe. Heute zeige oder beantworte ich euch die letzten Fragen, die ihr mir Anfangs November auf Instagram und hier auf YouTube gestellt habt. Und ich werde euch wie auch letztes Mal schon alle Bücher, die ich heute erwähne, unten in der Infobox lassen, dass ihr da nachschauen könnt, wenn euch ein Buch interessiert. Denn ja, heute gibt es 13 Fragen, nicht 12. Und es würde einfach den Rahmen sprengen, über jedes Buch zu erzählen, um was es geht und euch eine kurze Rezension zu geben. Deswegen, Bücher sind unten verlinkt, da könnt ihr schauen, wenn ihr euch dafür interessiert. Und ja, heute beantworten wir die letzten 13 Fragen. Und die Fragen sind teilweise ein wenig ähnlich wie in den vorherigen Videos auch schon. Ich werde euch aber andere Bücher zeigen, dass ihr nicht fünfmal dasselbe seht. Ja. Legen wir los. Erste Frage. Zeig mir ein Buch, das schon lange auf deinem Sub liegt. Heute nehme ich dieses Buch und zwar Die Schwanendiebe von Elisabeth Kostova. Dieses Buch habe ich vor, ich vermute, etwa 5 Jahren auf einem Flohmarkt mal gekauft, weil ich das so spannend fand. Gelesen bis heute habe ich es immer noch nicht. Ich weiß nur, dass Elisabeth Kostova ist ja die Autorin von Der Historiker oder Die Historikerin. Und das Buch war ja so beliebt und, ja, da steht's, Der Historiker. Und das Buch war ja so beliebt und, ja, ich war mega gespannt auf dieses Buch. Allerdings, es ist auch relativ groß. Es hat 650 Seiten. Ich habe mich einfach noch nie rangetraut. Aber das möchte ich irgendwann mal nachholen. Aber ja, es liegt schon sehr, sehr viele Jahre hier so rum. Dann als nächstes, zeig mir ein Buch, das dir lange im Gedächtnis geblieben ist. Was habe ich euch da letztes Mal gezeigt? Ich weiß es gar nicht mehr. Heute nehmen wir dieses hier und zwar von Arturo Pérez Reverte, der Club Dumas. Und ja, das ist eigentlich das Buch, also die Vorlage zum Film Die Neun Pforten. Und Die Neun Pforten ist einer meiner Lieblingsfilme. Und da habe ich mir natürlich irgendwann auch mal das Buch dazu geholt. Und ja, das Buch hat mir unglaublich gut gefallen. Es ist nochmal ziemlich umfangreicher als der Film und einfach diese Teile, die im Buch vorkommen, aber im Film nicht. Über die habe ich sehr lange nachgedacht und ich denke auch immer noch sehr gerne über dieses Buch nach, weil es mich ja auch in Filmform schon so lange begleitet, obwohl man es eigentlich nicht mit dem Film vergleichen kann. Aber ja, dieses hier bleibt mir auf jeden Fall im Gedächtnis, weil ich die Geschichte total spannend finde und auch wie das Buch allgemein aufgebaut und erzählt ist. Dann das nächste, zeig mir ein Buch, das das schönste Cover hat. Das habe ich euch aber in meinem Q&A-Video auch schon gezeigt. Ich zeige es euch jetzt trotzdem noch einmal. Und zwar die englische Ausgabe von The Song of Achilles von Madeline Miller. Es ist golden, es glänzt, es hat diese wunderschöne Petrolfarbe. Ich liebe es einfach. Das nächste Buch. Zeig mir ein Buch, das du zuletzt gekauft hast. Das waren sogar 4 Bücher. Ich zeige euch die kurz. Das waren diese 4, die Töchter Roms, Band 1 und 2 und von Vergil die Aeneis und von Plutarch, Große Griechen und Römer. Ja, die habe ich alle am selben Tag gekauft. Zu dem Zeitpunkt, an dem ihr das Video seht, habe ich wahrscheinlich irgendein neueres Buch schon wieder. Aber ja, das waren für mich die letzten 4, die ich am selben Tag gekauft habe. Dann zeig mir ein Buch, das mehr Aufmerksamkeit verdient und aktuell eher unbekannter ist. Dann nehmen wir doch Zeit der Eismonde von Annette E. Schlicht. Zeit der Eismonde ist ein Fantasybuch, der erste Teil einer Trilogie von einer deutschen Autorin. Und ich durfte das Buch im Juni, glaube ich, lesen, weil Annette zusammen mit mir ein Gewinnspiel zu ihrem Buch veranstaltet hat. Und das Buch hat mir unglaublich gut gefallen. Vor allem jetzt im Winter passt das unglaublich gut, weil ja, in dem Buch ist es halt die ganze Zeit Winter. Es ist verschneit, es geht sehr stark um Freundschaften zwischen den Personen und auch zu ihren tierischen Begleitern. Ich kenne nicht sehr viele, die jeweils über das Buch sprechen, aber schaut es euch unbedingt mal an. Das Buch ist mega toll und ich freue mich so, dass im nächsten Frühling dann der 3. Band erscheinen wird. Als nächstes haben wir ein Buch, das du mögen wolltest, aber dann doch nicht konntest. Ah. Also ich fand das Buch nicht schlecht.
Es hat mir noch nicht so gut gefallen, wie ich das erhofft hätte. Und zwar habe ich hier Till von Daniel Kehlmann. Ja, das ist eine Neuerzählung von Till Eulenspiegel. Im Buch hier heißt er Till Eulenspiegel. Und ja, ich hatte so große Hoffnungen in das Buch. Ich muss sagen, es war mein erster Kehlmann. Ich habe vielleicht seinen Schreibstil ein bisschen falsch eingeschätzt oder unterschätzt. Aber ja, ich wurde mit dem Buch irgendwie nicht so richtig warm. Mich konnte es nicht so begeistern. Falls ihr es gelesen habt, lasst mich mal wissen, wie ihr Till gefunden habt. Ja, vielleicht bin ich einfach die Einzige, die mit Kehlmann irgendwie nicht klarkommt. Cat Break. Der Bubi sagt Hallo. Und der Bubi ist nicht begeistert. Okay, tschüss. Dann als nächstes zeig mir ein Buch, das dich nie losgelassen hat. Da nehmen wir doch dieses schöne Schätzchen und zwar von Christian Cameron, Sohn des Achill, der lange Krieg. Das ist der erste Band der Arimnestos-Reihe von Christian Cameron. Und ja, hier begleiten wir Arimnestos, wie er aufwächst, zum Krieger wird, zum Sklaven wird, wieder zum Krieger wird. Ja, und das Buch, also die Reihe ist so fantastisch erzählt. Also der Schreibstil nicht zu toppen, das ist... ja, eigentlich eine meiner Lieblingsreihen und ich denke so, so, so gerne an Arimnestos und einfach an die Wärme, die dieses Buch ausstrahlt, zurück. Also es geht ja um Kriege und Sklaverei, es ist nichts für schwache Nerven, aber die Atmosphäre in dem Buch ist einfach so absolut eindrücklich und wundervoll. Ja, dass ich sehr, sehr gerne an diese Reihe zurückdenke. Zeig mir ein Buch, das deine Sicht auf die Welt verändert oder gar in Frage gestellt hat. Also für diese Frage habe ich weder eine Dystopie noch sowas in die Richtung, sondern ich habe hier Der Tätowierer von Auschwitz von Heather Morris und ich habe mich vor diesem Buch noch nicht so sehr mit dem Zweiten Weltkrieg auseinandergesetzt. Ich habe das Buch vor etwa 3 Jahren gelesen und ja, man kann eigentlich wirklich sagen, dass es meine Sicht auf die Welt verändert hat, weil ich damals noch nicht wirklich eine Ahnung davon hatte, was halt in Auschwitz und an allen anderen Orten wie Auschwitz passiert ist und in welchem Zusammenhang das passiert ist und warum der Zweite Weltkrieg ausgebrochen ist und wer daran beteiligt gewesen war. Und ja, ich denke, dieses Buch hat mir ein Stück weit auch ein bisschen die Augen geöffnet und meine Sicht auf die Welt in dem Zusammenhang verändert, dass ich halt begonnen habe in der Vergangenheit, also speziell im Zweiten Weltkrieg, auch ein bisschen so meine Zehen reinzuhalten und mich darüber zu informieren. Mich hat das Buch ja ein Stückchen weit geprägt und ja, mir die Augen auch etwas geöffnet. Dann haben wir, zeig mir ein Buch, das dich überrascht hat, / zu deinen Lieblingsbüchern gehört. Und ich glaube, ich kann das gerade beide Fragen mit einer Klappe erledigen. Für diese Frage hier habe ich Die stillen Gefährten von Laura Purcell. Dieses Buch hat mich überrascht, weil ich nicht gedacht habe, dass es so spannend sein wird und ja, auch zu meinen Lieblingsbüchern gehört, halt weil es so spannend war und so, ja, eine so tolle, rasante, düstere Geschichte beinhaltet. Ja, also das ist ein, ich würde sagen, es ist ganz klar zum einen eine Geistergeschichte, aber schon auch ein bisschen ein Horrorroman. Mich hat es mega überrascht, mich hat es mega begeistert. Ich liebe es, sicher ein Top-Buch von 2021. Ja, Die stillen Gefährten, absolut top. Dann als nächstes, was ähnliches, zeig mir ein Buch, das dich schon jahrelang begeistert. Gehen wir mal in den Bereich Jugendbuch. Und zwar habe ich hier von Michelle Zink Die Prophezeiung der Schwestern. Ich habe dieses Buch vor so, so vielen Jahren gelesen. Ich kann mal gucken, wann das erschienen ist. Das erschien 2009, also ich habe das auch sowas um den Dreh rum gelesen und ich hatte damals nur den ersten Band, habe den gelesen, ein Jahr, zwei später nochmals gelesen, habe aber die letzten beiden Bände der Trilogie nie gekauft, hatte lange keine Ahnung davon und vor ein paar Jahren, so vor 3, 4 Jahren, habe ich mir dann die beiden weiteren Bände noch Secondhand gekauft und habe die ganze Geschichte nochmals gelesen. Und ja, ich finde die Geschichte wirklich, wirklich toll, magisch, auch etwas düster, sehr, sehr spannend. Und ja, der erste Band, wie gesagt, der begleitet mich seit über 10 Jahren und ich denke jetzt noch sehr gerne an den zurück. Und ich möchte die Reihe auch in den nächsten paar Jahren dann sicher nochmal rereaden, weil ja, die Atmosphäre, vor allem im ersten Band, die ist einfach so...
atmosphärisch und düster und man weiß nicht so recht, in welche Richtung es gehen wird und was passieren wird. Ja, einfach top. Die Reihe hat mir so gut gefallen. Dann haben wir noch Zeig mir ein Buch, das du als dein absolutes Lieblingsbuch bezeichnest. Da muss ich mich überlegen. Da habe ich eine andere Ausgabe von Madeleine Miller, das Lied des Achill. Vorhin habe ich euch ja das Song of Achilles gezeigt. Ja, falls ihr das Buch noch nicht kennt, es geht hier um Achilles und um Patroklos und ihre Beziehung und den Trojanischen Krieg. Also wenn euch das interessiert, schaut euch das Buch unbedingt mal an. Es ist fantastisch. Es ist einfach fantastisch. Dann das zweitletzte. Zeig mir ein Buch, das dich in der Sparte Musik am meisten in den Bann gezogen hat. Darfst auch gerne mal ein separates Video zu Musikbios machen. Gruß. Liebe Grüße zurück erstmal. Und ja, danke für die Videoidee. Könnte ich tatsächlich machen, wenn ich Musikbios gelesen hätte. also ich habe so ein, zwei Bücher da, die halt verschiedene Musiker und Bands porträtieren. Aber das sind nicht wirklich Bios. Naja, falls es sich trotzdem interessiert, schreib's mal rein. Und ein Buch, das mich in der Sparte Musik in den Bann gezogen hat. Ich habe gar nicht so viele Bücher zum Thema Musik. Aber ein ganz tolles habe ich. Viele von euch werden damit wahrscheinlich gar nichts anfangen können. Aber ein Buch, das ich schon seit sicher 10 Jahren habe, ist dieses hier, Only Death is Real von Thomas Gabriel Fischer oder Tom Gabriel Fischer und Martin Erik Ein. Ja, dieses Buch haben die beiden selbst geschrieben und es behandelt eigentlich ihren Werdegang mit ihren beiden Bands, also die Band, die zuerst Hellhammer und danach Celtic Frost war. Und ja, das Buch, zum einen ist es wunderschön aufgemacht, es hat tonnenweise so richtige 80er Jahre Oldschool Fotografien drin. Ich kann euch da mal ein Beispiel zeigen. Und ja, ich liebe einfach diese alten Fotos, die sind einfach so toll und das ganze Buch ist in Schwarz-Weiß aufgebaut. Und ja, wie gesagt, ich habe das Buch sicher seit etwa 10 Jahren, also als ich so 15, 16 war, bin ich mit Celtic Frost in Berührung gekommen. Und ja, Celtic Frost und Hellhammer waren nicht nur für mich prägende Bands, sondern auch für die ganze Black Metal, Death Metal, Thrash Metal Szene. War das wirklich eine sehr, sehr prägende Band und für mich ist das Ganze nochmal etwas spezieller, weil ich nur ja, so 20 Autominuten entfernt aufgewachsen bin von dem Ort, an dem ja, die Hellhammer-Jungs aufgewachsen sind. Und ja, diese Band und dieses Buch begleiten mich schon so lange und das Buch ist einfach wunderschön aufgemacht und ich ja, blättere da immer wieder sehr, sehr gerne rein. Ja, Freunde, wir haben es fast geschafft. Die allerletzte Frage. Zeig mir ein Buch, wo du nachts nicht mehr schlafen konntest. Da habe ich dieses hier. Und zwar von Beatrix Gurian, Stigmata. Das habe ich euch in meinem Spooky Buchempfehlungen auch schon gezeigt. Und ja, das Buch habe ich vor einigen Jahren gelesen. Das erschien 2016. Okay, ist gar nicht so lange her. Aber ich habe das Buch ziemlich nah am Erscheinungsdatum gekauft. Ich war damals eben etwa so 20, als ich das gelesen habe. Und das war das erste gruselige Buch ever, das ich gelesen habe. Und ich habe da schon alleine gewohnt. Und ja, ich war halt alleine, als ich es gelesen habe. Und ich konnte da wirklich meine Augen nur sehr, sehr schwer zutun, weil mich die Geschichte ziemlich beeindruckt hat. Und das Buch hat auch Fotos drin, die das Ganze nochmal unterstützen. Also zum Beispiel hier. Also wenn man das halt so liest und dann noch diese komischen, alt anmutenden Fotografien darin hat. Das beeindruckt einen schon ziemlich und ja, also als ich dieses Buch gelesen habe, es war natürlich so spannend, dass ich nicht aufhören konnte. Ich glaube, ich habe es an einem Tag gelesen. Ja, da war das Schlafen nachher schon ein bisschen schwierig, ehrlich gesagt. So Freunde, das waren die Bücher für heute und das ist jetzt erstmal auch das Ende für diese Zeig mir ein Buch, das Reihe. Die Fragen habt ihr mir ja alle schon lange gestellt und ja, wenn ich wieder mal so ein Video oder so ein Tag-Challenge-Ding machen soll, dann lasst mich in den Kommentaren wissen. Ich mag, ja, ich mag so Sachen eigentlich total gerne. Ich schaue die auch mega gerne bei anderen YouTubern.
Aber ja, das war's jetzt erstmal für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr dürft mir, wie in den anderen beiden Videos auch, unten in den Kommentaren sehr gerne mal eine der Fragen, die heute aufgekommen ist, mit einem Buch eurer Wahl beantworten. Ich bin sehr gespannt, was ihr ja zu den Fragen als Antworten parat habt. Und ja, dann wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit, liebe Freunde. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dann, macht's gut, bleibt gesund und ja, bis bald. Ciao, Freunde.